Willkommen bei Fluggesellschaft.de mit Ihrem Flugexperten Thomas Job. Du siehst die gekürzte Fassung eines Facebook-Live-Videos. Jetzt geht's los. Nochmal, ich bin Thomas von Fluggesellschaft.de. Ich hatte einen Webseiten-Relaunch, bin sehr stolz darauf, dass die neue Seite nun live ist. Und da sind mehrere Flugsuchen eingebaut. Und ich möchte mit euch jetzt ein relativ schwieriges Thema ansprechen, nämlich dass es für die Weihnachtsferien kaum noch gute oder interessante Flüge gibt. Man geht ins Reisebüro und sagt, ich will Weihnachtsferien losfliegen, dann drehen die sich um, verstecken sich unterm Schreibtisch oder was auch immer die da machen. Nein, die Kollegen in den Reisebüros sind auch ganz aktiv und suchen mit dir zusammen einen Flug. Es ist immer empfehlenswert, auch im Reisebüro mal nachzufragen. Die Preise sind nicht unbedingt billiger oder teurer. Das ist ein Gerücht. Ja, und es gibt nicht die beste Flugsuche. Es gibt nicht die Person, die dir den besten Preis machen. Es gibt nicht nur eine Person. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und da wollen wir schnell drauf eingehen. Wäre zum Beispiel der erste Punkt hier unter Flugsuche, Flugpreisvergleich. Wie du siehst, hat man da die Standard-Eingabefelder, Abflughafen, Zielflughafen und gibt ein Datum ein. Und ich wollte jetzt mit euch heute schon mal wieder was Spezielleres machen. Und da möchte ich gerne mal mit euch zu Kiwi gehen. Ich gebe jetzt mal Berlin ein. Und was man bei diesen Flugsuchen auch machen kann, ist, dass man noch zum Beispiel Dresden oder Leipzig eingeben kann. Man kann also bis zu 3 Abflughäfen eingeben. Und ich hoffe, euch ist es egal, wohin ihr fliegt. Beziehungsweise man macht sich verschiedene Gedanken. Man sagt sich vielleicht, Weihnachten möchte ich unbedingt ins Warme. Da gibt es nur ein paar Reiseziele, die zu kleinem Preis ab Deutschland Weihnachten überhaupt möglich sind. Das sind meistens die Kanaren, Ägypten und ganz südliche Mittelmeerländer. Ich würde diesen Punkt jetzt einfach mal offen lassen. Ne? Kein bestimmtes Ziel. Und habe hier vorher schon eine Datenrange eingegeben. Hier sieht man das. Samstag, 22. Dezember bis Freitag, 28. Dezember. Und zurück habe ich auch eine Range eingegeben. Ich habe eingegeben vom 1. Januar bis zum 6. Januar. Innerhalb dieses Zeitraums bitte zurückfliegen. Das müssen wir dieser Maschine ja beibringen. Und dann innerhalb der 2 Wochen Ferien mal gucken, ob wir da 7 Tage noch zusammenkriegen. Vielleicht nur 5, vielleicht 6. Mal schauen. Einfach mal abschicken. Da hätten wir London, Paris, die Klassiker, aber eben auch Palma de Mallorca. Ist halt die Frage, angeboten wird der 24.12. Hinflug bis zum 5.1. für 112 Euro. Man kann da keine 20, 25 Grad erwarten zu diesem Zeitpunkt. Man muss da eher mit 15 Grad und Regen rechnen. Das kann passieren. Budapest wäre noch möglich. Wer etwas Abwechslung haben will von Berlin, der kann auch nach Amsterdam fliegen für 118 Euro. Was ist das denn hier? Ponta Delgada. Die Azoren. Wir klicken drauf, kriegen die Karte. Sehen auch gleichzeitig London wäre auch machbar. Reykjavik, Island. Wäre für die Menschen interessant, die sich zum Beispiel dort in so einen Geysir da reinsetzen wollen. Das wären sogar 11 Nächte vor Ort. Tja, da muss man halt auch ab dem Heiligabend fliegen wollen. Oh Gott, es geht, geht ja noch weiter von Amsterdam nach Lissabon und von Lissabon nach Ponta Delgada. Okay, 2-mal umsteigen. Also machbar ist dieses Angebot. Für was für einen Preis? Sorry, dafür 398 Euro, also unter 400 Euro. Aber da hat man eine ganze Menge zu schlucken, nämlich 2-mal umsteigen sogar. Ich würde mal sagen, diese Option, die machen wir mal zu. Das ist also eine Flugsuche für die Leute, die unentschlossen sind, die noch sagen, ja, ist mir eigentlich gleich, wann wir fliegen. Hier ist bei diesem Angebot das Problem, dass es nur 5 Nächte in Teneriffa werden. Da der Vorteil, es sind Nonstop-Flüge, auch wieder von Schönefeld nehme ich an, genau, mit Ryanair nach Teneriffa Süd. Aber zurück geht's von Teneriffa Süd nach Berlin TXL, nach Berlin Tegel mit Lauda Motion, ist ja in dem Sinne auch Ryanair dahinter. Das wäre machbar zu einem Preis von 227 Euro, 5 Nächte über Silvester innerhalb der Weihnachtsferien ab Berlin. Wir hätten jetzt hier die Möglichkeit Zypern ab Deutschland Ost, also ab Berlin, auch gar nicht so lange die Flugzeit. Auf dem Hinweg gibt's eine Umsteigeverbindung in Bukarest. Man fliegt also mit Ryanair von Berlin nach Bukarest. Auch eine Sache, auf die kommt man so erst nicht. Gut, dass es hier die Flugsuche gibt, die diese Idee hat.
2 Stunden Aufenthalt dort in Rumänien und dann geht's weiter mit Blue Air nach Larnaca. Und dann hätte man halt diese Zeit von Montag, dem 24.12. Also man ist Heiligabend doch die ganze Zeit unterwegs, einen Reisetag. Und zurück wäre es dann am Samstag, dem 5.1. alles innerhalb der Ferienzeit zu einem Preis von 287 Euro. Damit man sich das Ganze speichert, denn das ist ja das große Problem beim selber Flüge suchen, dass man viele Sachen sieht und man hat die eine halbe Stunde später vergessen und weiß überhaupt gar nicht mehr, wo man gesurft hat. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Screenshot. Da gibt es also in den Browsern meistens ein Tool, womit man so einen Screenshot machen kann. Ich weiß nicht, kann man das im Bildschirm jetzt sehen? Ich ziehe das dann einfach auch mit der Adresse und dem Preis und den Flugdaten. Und das wird jetzt abgespeichert bei mir unter Downloads im Rechner. Und so hat man dann schon mal eine Möglichkeit gespeichert. 287 Euro innerhalb der Ferien ins Warme nach Larnaca. Gehen wir mal weiter in der Karte. Man sieht auch hier schon, dass die interessanteren Reiseziele und beliebteren Reiseziele in der Reisezeit natürlich sehr teuer sind. 520 Euro für den Flug. Marrakesch hätten wir. Marokko. Teneriffa hatten wir uns schon angeguckt. Palma hatten wir schon gesehen. Also 5 Nächte Teneriffa wäre möglich für 227 Euro. Am Donnerstag 27.12. hin und Dienstag 1.1. zurück. Gucken wir uns mal hier die Sache nach Island an, weil es ist ja auch eine Alternative. Wir hätten 267 Euro mit Wow Air. Das klingt gut. Ist eine Non-Stop-Verbindung. 8 Nächte Reykjavik. Wäre auch machbar. Berlin-Schönefeld. 8 Nächte nach Island. Man ist wieder am Heiligabend unterwegs, ja klar, aber eigentlich 14.20 Uhr landet man Ortszeit, hat man noch den ganzen Nachmittag und Abend. Eigentlich eine gute Idee. So, Stockholm hatten wir. Gucken wir uns das nochmal an, von wo aus das möglich ist. Innerhalb der Weihnachts- und Weihnachtsferien zu einem Ferienpreis. Das heute günstigste Angebot. Das würde sogar den längsten Reisezeitraum bedeuten. Gibt es jetzt hier mehrere. EasyJet ist die Grundlage. Gucken wir uns den mal genauer an. 13 Nächte Stockholm. Könnte man ja von da aus mit dem Mietwagen vielleicht nach Nordschweden oder nach Norwegen rüberfahren. Wäre auch eine Möglichkeit. Also 16.25 Uhr am 24.12. mit EasyJet. 13 Nächte nach Stockholm. Zurück am Sonntag, dem 6.1. morgens mit Norwegian. Und das Ganze zu einem Preis von 57 Euro. Was man jetzt noch machen müsste, wenn man jetzt sowas hat, 24.12. bis 6.1. nach Stockholm, dann muss man das immer auch in einer anderen Flugsuche, zum Beispiel in meiner Gegend, checken. Machen wir erstmal für eine Person. Das ist meine Reisebürosuche, nenne ich das, auf fluggesellschaft.de. Das heißt also, du buchst hier den Flug bei meinem Partner Reisebüro Aeroplan. Und die Kollegen haben hier was für 86 Euro gefunden und die zeigen hier auch gleich nochmal an, dass da kein Gepäck dabei ist. Das ist die Low-Cost-Variante, nur mit dem Handgepäck. Das ist bei EasyJet jetzt auch strenger geworden. Man sieht hier in der Liste sehr schön vergleichsweise andere Uhrzeiten. Wenn man also sagt, 16.25 Uhr am Nachmittag will ich nicht, da möchte ich schon unterm Weihnachtsbaum sitzen in Stockholm. Ich fliege lieber morgens um 7.40 Uhr los, das kann ich für 5 Euro mehr machen und an dem Tag morgens zurück, 9.35 Uhr, wäre mir auch zu früh. Lieber für 9 Euro mehr, dann abends zurück nach Berlin-Tegel. Wäre machbar. Ich klicke da drauf, gehe auf Weiter, sehe die Zahlungsoptionen. Und das ist die Möglichkeit, halt hier ein interessantes Reiseangebot für unter 100 Euro in den Weihnachts- und Silvesterferien, also vom 24.12. bis 6.1. zu haben. Man kann also hier auch die Koffer dazu buchen, man kann bei den Kollegen auch ein Rail-and-Fly-Ticket dazu buchen, zahlbar mit PayPal, Klarna, Giropay oder Kreditkarte. Ja, das sind die gängigen Mastercard, Visa oder American Express ohne Aufpreis. Kann man also hier bei den Kollegen von Aeroplan auf meiner Webseite fluggesellschaft.de einen Flug über Weihnachten finden. Ob es jetzt in den sonnigen Süden ist, da hatten wir ja gerade Larnaca dabei, wir hatten Teneriffa Süd dabei, oder in den Norden nach Island oder hier nach Schweden, Stockholm. Da ist eine Auswahl noch da. Es ist noch nicht alles ausgebucht. Es gibt noch Preise. Manchmal muss man Einschränkungen machen, vielleicht einen längeren Aufenthalt. Wir hatten Ponta Delgada, die Azoren, mit 8 Stunden Aufenthalt in Lissabon auf dem Rückflug. Aber es ist möglich. Es gibt noch was.
Wir haben jetzt 6 Wochen vor Weihnachten. Wenn du was buchen möchtest, wenn du dich entscheiden möchtest, dann musst du langsam mal in die Suche starten. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann einfach mal einen Daumen hoch. Geh gerne auf meine Webseite. Da gibt's das Kontaktformular. Wenn du also eine Anfrage hast, ich habe vorhin auch schon eine bekommen, dann kannst du dich gerne auch per E-Mail bei mir melden. Und dann finden wir sicherlich auch einen Flug für dich. Das wär's erstmal von meiner Seite. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag und sage bis bald. Tschüss.